Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 113. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass Jesus alles für uns gegeben hat. Und auch wir möchten heute erneut unser Leben in deinen Dienst stellen und dich bitten, dass du durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 3. Mose Kapitel 1 bei der Beschreibung des Brandopfers. Wir lesen ab Vers 14. Soll aber seine Brandopfergabe für den Herrn aus Geflügel bestehen, so bringe er seine Opfergabe von Turteltauben oder von jungen Tauben dar. Diese soll der Priester zum Altar bringen und ihr den Kopf abkneifen und sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ihr Blut aber soll an der Wand des Altars ausgedrückt werden. Den Kopf, aber samt dem Unrat soll er entfernen und ihn aus dem, auf den Aschenhaufen werfen, neben dem Altar nach Osten. Wir haben gesehen, dass Brandopfer, also vor allem der Stier oder der Witter, wurden auf der nördlichen Seite des Brandopfaltars geschlachtet, während an der östlichen Seite ein Haufen mit der Fettasche gewesen ist. So dann soll er sie an den Flügeln einreißen, aber nicht abtrennen. Und der Priester soll sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf dem Holz über dem Feuer. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Wenn aber eine Seele dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, so soll ihre Opfergabe aus Feinmehl bestehen und man soll Öl darüber gießen und Weihrauch darauf tun. Nebenbei kurz bemerkt ein schöner Vers, der zeigt, dass Seele in der Bibel eben nicht ein körperloses Etwas ist, das durch den Raum schwebt, sondern einfach ein anderer Begriff für einen lebendigen Menschen. So soll man es zu den Söhnen Aarons, zu den Priestern bringen, und er soll davon eine Handvoll nehmen von dem Feinmehl und dem Öl, samt allem Weihrauch, und der Priester soll das, was davon zum Gedenken bestimmt ist, auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das übrige aber vom Speisopfer soll für Aaron und seine Söhne sein als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Wenn du aber als Speisopfergabe ein Ofengebäck darbringen willst, so nimm Feinmehl, ungesäuerte Kuchen, mit Öl angerührt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt. Ist aber deine Speisopfergabe in der Pfanne bereitet, so soll sie aus Feinmehl sein, mit Öl angerührt, ungesäuert. Du sollst sie in Brocken zerbrechen und Öl darauf gießen. Es ist ein Speisopfer. Das Speisopfer bestand also offensichtlich aus Dingen, die man essen konnte. Also Mehl und Öl, Kuchen, Brot, ähnliche äh, zubereitete Dinge, die insbesondere ausdrücken sollten, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir von ihm unsere Nahrung bekommen und auch verweisen natürlich auf das Brot des Lebens und auch das Brot, das dieses Wort hier darstellt. Wenn aber deine Opfergabe ein Speisopfer in der Backpfanne ist, soll Feinmehl mit Öl bereitet werden und du sollst das Speisopfer, das aus diesen Dingen bereitet ist, zum Herrn bringen und es dem Herrn übergeben und der soll es zum Altar tragen. Und der Priester soll von dem Speisopfer abheben, was davon zum Gedenken bestimmt ist, und soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Übrige aber vom Speisopfer soll für Aaron und seine Söhne sein als ein Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Kein Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf, auf, darf aus Gesäuertem bereitet werden, denn ihr sollt dem Herrn keinen Sauerteig und keinen Honig als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Sauerteig war seit den Tagen des Passa, des Exodus, den wir in 2. Mose 12 und 13 gesehen haben, ein Symbol für die Sünde, ein Symbol für das, was durch die Erlösung entfernt wird und das Opfer, das für uns gebracht worden ist, das Sozusagen in Anführungsstrichen von dem verzehrenden Feuer Gottes verzehrt worden ist, das war ohne Sünde, das war ohne Sauerteig. Jesus hat nie eine Sünde begangen. Als eine Opfergabe der Erstlinge könnt ihr so etwas dem Herrn darbringen. Aber auf dem Altar sollt ihr sie nicht zum lieblichen Geruch opfern. Also, wir sehen hier interessanterweise, Sauerteig konnte unter bestimmten Umständen, in bestimmten Situationen durchaus ein Opfer gebracht werden, aber nicht auf dem Brandopferaltar, der so unmissverständlich auf den Kreuzestod von Jesus hinwies. Alle deine Speisopfergaben sollst du mit dem Salz würzen und darfst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen. In deinem Speisopfer, sondern zu allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Was hat Salz für eine Funktion? Salz bewahrt, es konserviert die Lebensmittel. Und dieses Salz sollte den Bund Gottes darstellen. Ohne Gottes Bereitschaft für uns da zu sein, ohne Gottes Bereitschaft beständig derselbe zu sein, immer wieder uns gnädig anzunehmen, seinen Bund mit uns aufrechtzuerhalten, ohne diese Bereitschaft, wären alle unsere, äh, unsere Gaben, unser... Unser, unser Glaube letztlich wertlos. Es ist Gottes Bund, sein neuer Bund, den er uns schenken möchte, der uns bewahrt und der uns auch allein hilft, dass Gottes Gnade und sein Gesetz in unserem Herzen bleiben, damit unsere, unser Gottesdienst und unsere Anbetung nicht nur ein plötzlicher, ein, ein augenblicklicher Moment ist, sondern etwas Dauerhaftes. Das ist, was Gott sich auch für unser Leben wünscht, dass wir dauerhaft beim Bleiben und dazu brauchen wir seinen Bund. Dargestellt durch dieses Salz. Willst du aber dem Herrn, deinem Gott, ein Speisopfer von den ersten Früchten darbringen, so sollst du am Feuer geröstete Ehren, geschrotete Körner vom Jungkorn als Speisopfer von deinen ersten Früchten darbringen, und du sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen, es ist ein Speisopfer. Und der Priester soll in Rauch aufgehen lassen, was davon zum Gedenken bestimmt ist, von seinen geschroteten Körnern und von seinem Öl. Dazu allen Weihrauch, es ist ein Feueropfer für den Herrn. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass es dein Bund ist, der all das, was wir überhaupt tun können, für dich, für die Gemeinde, dass es dein Bund ist, der dauerhafte Nachhaltigkeit schenkt, dass es dein Bund ist, der uns bewahrt. Und Herr, in allem, was wir auch heute tun, ob wir beten, dein Wort lesen, im Alltag mit dir gehen, bitten wir dich, dass dein Bund, dargestellt durch das Salz hier, immer bei uns ist und dass dein Wort unser Herz geschrieben wird. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Musik